Okay. Halle 6, G40, Firma Merkel, die Sulaner sind da. Jawohl. Die Merkelaner. und ja, die Familie, ich bin fast wie zu Hause jetzt gerade. Das freut uns sehr. Und Franz Albrecht, so heißt er, ganz hip jetzt gerade auf Instagram. Toller Jäger, der sagt, das Leben ist zu kurz für hässliche Waffen. Jawohl. Und damit hat er recht. Und ihr bietet mit einem Modell was an, und zwar der K5 Jagd. Hier mit handgestochener Gravur, mit einem schönen Schaftholz dabei. Das ist wirklich was für die, ja, für die Einzeljagd, für die schöne Jagd, für die Pirsch, für den Ansitz. Es ist einfach was Kleines, Handliches, aber es macht wirklich Spaß. Und wer das einmal schätzen gelernt hat, der will es nicht mehr missen, definitiv. Lawrence, ich will es ein bisschen plastischer machen. Sie ist wie eine schlanke, schöne Frau. Ja, ich gucke dir jetzt Holzschaft an, sie trägt ein schönes Kleid. Das Ganze individuell, es steht ihr auch gut, ja. Schmiegt sich an. Sie hat eine kleine Accessoires, Goldschmuck. Frauen mögen Goldschmuck. Ja. Und hier ist der nitrierte Lauf, der Abzug ist wunderschön. Guck dir hier den Systemkasten an, guck dir den Verschlussass an. Das ist einfach alles schön. Und dann noch, wenn du hier guckst, bei der Extreme, dieser kaninierte Lauf, die Struktur, das fast moderne, industrielle. Und dann mit dieser ganzen Harmonie einfach schöne Waffen. Und vor allem jeder schafft es individuell. Holz ist ein Naturprodukt. Da ist nicht jeder so wie jeder andere. Von daher. Was ist mit eleganten, schönen Frauen und eleganten, schönen Waffen? Das musst du mir sagen. Die kosten ein bisschen Geld, aber das muss man sich leisten können. Denn das Leben ist zu kurz, um hässliche Waffen zu schießen. Richtig.